Was, hast du richtig verliebt in das Auto, ja? Ja, ist übelst geil, weil wenn du die Insights anhörst jetzt, wo bist du? Ah, nein! Wieso? Oh, oh. Oh, nein! Hä? Davor! Nein! Nein! Ich bin ohne richtige Kratzer durchgekommen. Ah, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil GTA Online Action. Und wir sind wieder in der wohlbekannten Konstellation im neuen Jahr 2014. Frohes neues Mal, aber hier ist der Dana. Woohoo. Hallo, Cat. Und ich muss mich entschuldigen, in den letzten Folgen war Danas Sound tatsächlich falsch. Ich habe mit Dana, dank Danas Hilfe, bin ich heute dem Problem auf die Schliche gekommen. Ich habe mich in meinem Aufnahmeprogramm offenbar verklickt gehabt und der Sound war viermal schlechter als jetzt. Danke, Dana. Danke, Dana. Bitte, bitte. Ich muss ein bisschen sagen, ich bin ein bisschen erkältet. Sieht man, wie ich sehe, auch bestimmt total beschissen aus, aber ihr müsst damit jetzt klarkommen, einmal für diese Aufnahme. Wir haben aber trotzdem eine coole neue Challenge für euch am Start. Und zwar, Kev, was machen wir denn hier? Wir haben schon Wegpunkte. Also allererst schreie ich dafür doppelt, weil du nicht kannst. Okay, sehr gut. Denn dieser Dena-Style-Junge, der muss ja bleiben. Ich kann trotzdem schreien, glaub mir. Aber das kannst du nur zweimal machen, dann ist dein Hals kaputt. Ja. Wir haben uns überlegt, ein schönes Rennen zu machen. Ich möchte euch noch nicht genau erzählen, was für das ist, sondern einmal, wieso wir zwei Wegpunkte haben. Also Ziel ist es zuallererst, hier hinzufahren, zu unserem Wegpunkt durch die Brücke und anschließend zum Ziel. Wo das Ziel sich genau befindet, das ist hier ein Los Santos Customs. Aber wieso, Lena, wieso? Wir haben hier beide zweimal dasselbe Auto, wir haben die beide frisch repariert. Kev hat sich noch eine fesche Farbe drauf gemacht, ich hatte da kein Geld für. Und 400. Und wir fahren jetzt halt über diese Strecke, die wir gesagt haben. Und es gewinnt am Ende nicht der, der zuerst da ist. Aber Kev, also wir haben höchstens 10 Minuten dürfen wir nur. Höchstens 10 Minuten darf man fahren. Und fahre ich gleich einen Timer. Höchstens 10 Minuten darf man fahren und es gewinnt der. Wir fahren dann danach beide ins Paint Spray, der weniger für die Reparatur seines Wagens zahlen muss. Wir beide dürfen uns rammen. Genau, es ist egal, wer zuerst da ist und wer danach. Wenn beide im Rahmen von 10 Minuten da sind, dann ist es egal. Aber der Fairness halber werde ich selber auch nicht auf den Timer gucken. Das heißt, ich werde den anmachen, das Handy hier vorne hinlegen und ihr hört ja dann wieder den Hotbuzzer. Bling, 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 bling. Wer dann noch nicht im Los Santos Customs ist, hat wirklich verloren. Okay. Und genau, was wollte ich noch sagen? Wir dürfen uns gegenseitig anfahren, aber nicht abschießen. Und ich möchte mich noch mal ein bisschen beschweren. Beim 24-Stunden-Livestream, guck mal auf das Geld, hat mir irgend so ein Idioten-Hacker so viele Milliarden übergespielt. Das wollte ich gar nicht haben. Und ich krieg das auch nicht weg. Ich habe auch schon den Support kontaktiert, die juckt das nicht. Und ja, YOLO. Lass uns anfangen, Kev. Genau, es geht. Warte. 3. Hast du Haftbomben? Wir benutzen keine. Okay, 3. Hey, du. Wir haben gesagt, wir müssen. Okay, mach einfach. 3, 2, 1. Go! So, jetzt so, geht's los. Man muss natürlich nicht verkehrsgerecht fahren. Nö, nö. Du beschleunigst einer so. Hör, weil ich schnell fahre einfach. Ich habe genau dasselbe Auto wie du. Ja, ja, ja. Du hast dir ausgesucht. Ha! Hast du schon irgendwas gecrashed? Ich glaube, ich habe bisher null Schaden, Kev. Ja, ich auch. Aber irgendwas gecrashed gerade. Fuck. Das ist eigentlich ganz geil. Weil ich glaube, wir sind die beiden übelsten Bleifüße. Und so chillig auf die Uhr zu gucken und lange zu fahren, das ist, glaube ich, für uns beide keine Option. Wir werden immer Vollgas geben. Ich glaube aber auch, Kev, die 10 Minuten sind relativ knapp bemessen. Das heißt, man muss auch relativ schnell fahren. Ich bin schon zweimal irgendwo gegengefahren, weil ich wieder zugehört habe. Bin nirgendwo gegengefahren. Ich rede und fahre richtig. Kein Ding für den King. Du musst erst die lila Route fahren, ne? Ja, also ich muss ja nicht die lila Route komplett fahren, wir müssen ja nur zum Ziel. Aber du musst zum lila Punkt fahren als erstes. Ja, ja. Ja, ja. Das ist das, was entscheidend ist. Weil ich kenne mich hier schon ein bisschen aus. Ich habe jetzt nur die Feuerzeit. Hey Kev, aber hast du Haftbomben dabei? Ernste Frage. Ja, aber wir dürfen keine benutzen. Nee, wollen wir nicht beide eine werfen, um Sterne zu bekommen? Das hatten wir eigentlich gemacht. Wollten ja, das stimmt. Ja, also, dann das machen. Das heißt, beide müssen irgendein beliebiges Auto auf der Straße springen, damit wir beide Sterne bekommen. Okay? Also, warte. Wie machst du das jetzt hier? Hier. Mach ich die eigentlich an? Mit X. Lol. X gebracht. So. Okay. Warte, muss ich das Auto erstmal anhalten. Ich fahre jetzt genau die Route, die ich auch haben wollte. Okay. Warte, hier ist einer, genau. Ich habe einen explodieren lassen. Jetzt habe ich einen Stern. Hast du auch einen Stern? Und werf!
Alter, mach daneben! Explodiert, lass das trotzdem explodieren. Ich glaube, es gibt trotzdem Stern. Ah, nee, falsche Rumfahrer. Was hat das Handy aufgemacht? Ja, du musst mit rechts drücken. Ich hab's gehört. Stern, endlich, Alter. Ich hab 2 Sterne! Endlich! Ja, 2 Sterne! 10 Minuten sind gleich um, ich hab noch gar nichts gemacht! Ja. Ich hab schon 2 Sterne, da kommt schon die Polizei! Die Bullen, die drehen genau zu dir! Buchtet den Kerl ein! Nein, lass euch in Ruhe, ich bin voll der nette, liebe Junge hier. Außerdem bin ich krank. Da muss man ein bisschen Rücksicht nehmen. Das wissen die Polizisten nicht? Ja, dann sag ich den halt. Dann halte ich da an und sag den dann. Oh nein, er will mich gleich von hinten rammen, Kevin. Kevin, ich hab bisher noch keinen einzigen Schaden, glaube ich. Und jetzt rammen die mich gleich von hinten, die Spasten. Jawoll, das ist genau meine Taktik. Alle nicht! Verdammt! Oh Mann! Ich hab einmal nach hinten geguckt, nämlich woanders gegen. Aber dafür die Polizei mich nicht gerammt. Ey, da bist du ja schon. Ja, ich bin da. Ja, Polizei macht mir den Weg frei! Polizei, Reifeisenbanken. Wir machen den Weg frei. Hörst du die alte Werbung noch? Ja, klar. Oh, jetzt rammen die mich von hinten, die Spasten! Warum denn? Ist das ein faires Match? Wobei wir aber auch so Wagen, die überhaupt nicht schneller sind als die Polizisten. Ja, ja. Wobei, so langsam sind sie jetzt auch nicht. Also ich komme ganz gut klar. Hä? Stellt sich so ein Penner mir einfach in den Weg, weil er nicht nach rechts abbiegen kann, Alter. Oh, ja, ja. Haha. Ich komme voll gut durch, Kev. Gar kein Ding für den King. Und das mit 2 Sternen. Einfach an mir vorbei. Die wollen dich. Kevin, ich werde dich sternelos. Ich werde dich sternelos. Wie? Ich fahr Full Speed. Ich werde dich sternelos. Ich werde dich sternelos. Ah! Ja. Sehr gut, sehr gut. Das gefällt mir. Ich bin jeden Moment los. Hier ist nirgendwo Polizei. Weil die alle bei dir sind. Oh nein, oh nein. Boah! Oh. Ey, ich wollte gleich meine Motorhaube. Was? Egal, ich Motorhaube? Hab noch eine Chance. Ja? Oh nein, ich hab wieder Sterne. Ah! Noch eine Chance. Ah! Leben und Tod. So. Doch, du siehst es. Was siehst du? Fliegst du da gerade runter? So ist es, aber ich hab mir nichts gerannt. Ah! Ja, wo bist du? Nein! Das war knapp. Volle Witz. Hä? Wo fährst du denn bitte? Ich hab mir nichts gerannt, ich hab mich überholt. Wo fährst du denn bitte? Keine Ahnung, fährst du denn? Ich bin die Bullen los. Du bist erst auf die Bullen auf der Straße! Nein! Meine hat richtig kacke. Ich hab gebremst und der hat nicht gebremst. Das war richtig kacke. Jetzt bin ich voll reingefahren, so ein Spasti. Ich bin wirklich einfach so den Bergsturm runtergefahren. Auf einmal bin ich so in so einem Tunnel gelandet, der unter den Zuggleisen geführt hat. Und dann ging es einfach so ein Wanderpfad geradeaus, ohne dass da Berge stören und keine Bäume und so. YOLO. Krasser Scheiß. Ja, Gott. Alter, über krass. Mein Gott. Also, ich glaub, wir haben wirklich noch massig Zeit. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es knapp wird. Ich meine, wir müssen ja danach noch weiterfahren bis zum Ziel. Okay, okay, das könnte wirklich hart werden. Ich weiß es nicht. Nachher verlieren wir beide. Oh Mann, ich dachte, glaube ich, weil die Polizei gerade auch schon wieder losfasst. Aber jetzt sind die wieder hier. Die Spasten. Okay, also du hast Polizisten? Ich habe Polizisten. Ramm die ihn tot! Nein, nein, ich fahre viel schneller als sie. Ich hole die jetzt auch einfach ein. Ja geil, wenn du wieder zurück einholst, dann sehen die dich doch. Hallo! Fahrt mal bitte ein bisschen schneller. Nee, nee, die fahren voll langsam. Ich bin viel schneller als sie. Hier sind so viele geile Motorradfahrer, Alter. Die will ich gerade eigentlich, gerne umsteigen. Das ist nicht erlaubt, Kev. Leute, wenn ihr noch weitere Challenges habt, dann haut uns die bitte in die Kommentare. Ich habe mal wirklich jetzt die letzten Videos durchforstet und da sind teilweise nicht so viele gescheite Challenge-Vorschläge. Ihr müsst bedenken, wir sind hier auf einem Server, wo es einige Inhalte nicht gibt, wie im Offline-Modus. Wie zum Beispiel, es spawnen keine Tiere, das heißt mit Flugzeug Vögel töten geht nicht. Außerdem müsst ihr die auch so machen, dass die wirklich relativ schnell machen können. Sterne losgeworden, ja. Das wäre ganz geil, oh. Ja, schreibt uns auf jeden Fall mal neue Vorschläge. Was? Nein! Nein, hör auf, mich kaputt zu machen, du Spasti! Das ist erlaubt! Mann! Ich habe Fronttrieb, ich komme wieder runter. Mit Rücktrieb wär's jetzt blöd. Ey! Hey, Kev, hör auf! Es ist alles erlaubt, Baby! Hast du noch Licht vorne? Weiß ich nicht. Oha! Das war aber dumm von dir. Ihr habt nur noch hinten Licht. Ja, du hast auch nur ein Licht hinten. Ich habe aber gar kein Licht mehr. Zwei Lichter bei mir. Bei mir, ich sehe nur eins. Wie? Ja. Tunnel. Was zählt eigentlich mehr? Vorne oder hinten Schaden? Ich weiß. Uah! Du Spasti! Ich hoffe, der vordere Schaden zählt mehr. Du bist ein Assi. Mann! Alles gestattet, Baby!
Alter, ich weiß gar nicht, wie es hier runter geht. Oh, oh. Oh, nein! Hä? Davor! Nein! Nein! Ich bin ohne richtigen Kratzer durchgekommen. Ich bin gerade in der Luft gewesen. Oh mein Gott. Oh mein Vergesst Gott, ja. Dass es hier nicht um Geschwindigkeit geht. Ich bin übrigens am Bleifuß. Fuck! Ich war lieber vorsichtig hier runter. Ey, wenn ich jetzt noch gewinnen sollte, dann ist das wirklich das Herz. Ich bin nirgendwo gegengefahren! Das ist auch nicht fair. Wie schaffst du das? Nein! Alter, übelst mit dem in den Graben rein, aber mit... Ich bin gegen den scheiß Baumstumpf gefahren, hat man gar nicht gesehen. Bitte, der ist außen gespaltet. Nee. Oha! Na, vielleicht hast du keinen Schaden. Sonst sind unsere Autos mal richtig kaputt, wenn wir so eine Challenge machen, ne? So, jetzt sieht's ja noch fast verkaufsfertig. Würde ich auch sagen. Also, ich würde die kaufen. Ja, nur ein bisschen abspülen, abspritzen mit Wasser und dann sind die fertig. Bisschen Splash, meinst du? Gar nicht, so ich so ein Bleifuß bin, aber ich bin immer noch in der Hoffnung, dass der Hot Buzzer gleich zuschlägt. Nee. Ja, aber dann haben wir ja beide verloren. Ich bin ja gleich da. Ich glaub, genau in der Millisekunde, wo ich da bin. Und nee, das passiert nicht. Das passiert nicht, Kev. Das passiert nicht. Das passiert nicht. Ich fahr nicht auf den... Ich fahr Full Speed. Das passiert nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo muss denn hier reinfahren? Achso, ja, ich dachte schon, ist vorbei. Ja, ja, genau. Also bis hier ich. Wo muss ich reinfahren? Achso. Ihr müsst jetzt hier ist Los Santos Customs. Alter, ja, ich sehe. Richtig oder falsch? Ist richtig. Also wie viel Zeit hat man? Das ist jetzt ganz wichtig. War es knapp? Hätte ich noch zögern? Nein, noch 1,30, Alter. Ja, aber gut in der Zeit. Ja, richtig gut. Aber warte. Wo geht's hier rein? Weiß es nicht. Das ist zumindest nicht hier. So wie ich das sehe. Ich glaube hier, ne? Ja. Ja, ich glaube hier. Wir dürfen jetzt nicht rammen. Wir dürfen nicht verfälschen. Nein. Okay. Ja. Na, ehrlich sein. Ja. Ich bin ehrlich. Boah, was für eine Dreckswerkstatt. Lol. Hier gibt's 2 Los Santos Customs Garagenplätze. Aha, meins ist günstig. $415, mein Lieber. Was 415? Hast du? Fuck, 489. Ja, ich hätte davon sollen. Ich hatte genug frei. Verdammt. Mann. Gewonnen das? Und das krank. Da, ja, da packe ich erstmal hier, da repariere ich die erstmal schön. Wundervoll. Das war ein richtig, richtig guter Sieg. Ja, den hast du, muss ich sagen, verdient. Du bist halt einfach der vernünftigere Mensch. Das ja, sieht man mir auch immer an. Der halt einfach nicht so ein Bleifuß ist. Ist halt so. Ja, ist ja. Ich bin halt, ich achte auch auf mein Auto und ich bin halt so ein bisschen so ein Autonah und ich achte, keine Kratzer, Wildplay-Zuschauer wissen Bescheid, keine Kratzer, Hashtag keine Kratzer. Ist hier schön getuned, das Auto. Du hast dein Auto getuned? Doch klar. Ja, läuft. Hast du richtig verliebt in das Auto, ja? Ja, ist übelst geil, weil wenn du die Insights anhörst jetzt, wo bist du? Nein! Wieso? Das geht Drache. Ich hab aber keinen. Oh, das ist unfair. Ich hab keine Munition. Ja, das sagen sie alle. Ja, ich nehm's trotzdem an. Die ganze Zeit habe ich drauf gewartet. Bis ich es endlich schaffe. Hachu. Ey, wo bist du? Oh, ich bin hier. Ey, was machst du da hinten? Ich sehe dich, Kev. Polizei kommt da. Ja, die Abbombe. Alter, die ist ja mal nur 1 Meter. Da ist ein Bullen neben dir. Wo? Oh Gott. Du verschwendest eine Abbombe. Komm her. Nee, die Bullen wollen ihn abstauber machen. Uah. Nee, Alter. Würde ich snipern, deswegen. Ah, okay. Uah. Nein! Scheiße. Ja! Das war doch so ein taktisches Licht, hab ich mal verraten! Meinst du doch taktisches Licht? Aber ich kann man das ausmachen? Ich glaub schon irgendwie. Ich glaub so wie für Scheinwerfer. Okay, ich teste. Ja, mit so wie Scheinwerfer nach rechts drücken auf dem D-Pad.
Aber die sagen alle, sie wollen mich killen. Ich verstehe das mit diesen Menschen nicht. Was haben die denn? Ich kenne mich gar nicht persönlich und trotzdem bringen sie mich einfach um. Ah, scheiße. Ich bin doch fast bei dir. Lauf mal bitte hinter das Haus. Lauf mal geradeaus. Ich bin hinter so einem Stacheldrahtzaun. Ich kann das nicht. Ja, vertrau mir. Oh, ich sterbe gleich durch die Polizei. So. Oh Mann, ich bereite gerade eine Überraschung für dich vor. Ja, voll nett von dir, Kev. Ich komm auch gleich. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Kuchen da. Kuchen da. Ha, ha, ha. Bist du auf dem Dach? Siehst du, warte, guck mal hier auf die Straße jetzt. Wo? Straße. Da was verbreitet sich was? Oh, du hast ja Feuer da vorne. Das ist aber interessant, Kev. Komm, siehst du das? Ja, ich bin gestorben durch, Polizei. Ich werfe gerade Granaten! Hä? Ich werfe gerade Granaten, da kommt der einfach ums Leben! Das ist jetzt überhaupt nicht mehr die Koscher. LOL! Offenes Feld! Hä? Wo bist du? Oh. Scheiße. Oh mein Gott, Kev! Oh ja. Hui. Wo bist du? Sag ich nicht. Ja, wo bist du denn, Kev? Uah! Ich sehe nur, dass die Landschaft gerade explodiert. Uah! Und? Kill him! Das kann doch nicht sein! Schade. Das kann doch nicht sein, du hast übelst kassiert von mir aus. Ah, nee, nee. Da täuscht er dich. Komm doch, Kev. Oh, wo kommst du denn jetzt lang? Ich habe keine Angst. Hilfe. Nein. Oh nein. Ah, das bist du ja. Ja! Nein! Ich werf mich da, du bist auf dem Dach! Ich werf ganze Granaten auf das Dach und dann kommt einfach so unten am Fußweg lang gelaufen. Ich hab nur eine Shotgun und Granaten und trotzdem taktisch klug komme ich immer wieder ran hier. Oh Gott. Irgendwie spiele ich nicht gut. Nee, das stimmt wohl. Hast du gut erkannt. Hey. Bist du ein Auto? Ja. Wow. Sauer auf mich. Boah, das kann ich aber nicht nachvollziehen. Wieso sollte man sauer auf dich sein? Oh, bist du da drin gewesen? Nee. Ah, da bist du. Ey, Granate. Friss Granaten! Komm hergelaufen! Kill him! Nein! Jetzt die Bullen! Ich nehm's mit allen auf! Boah, hat die Granate sich nicht mehr bekommen. Ihr Bullen könnt gar nichts. Ihr Bullen könnt gar nichts! Ich hau ab! Ciao! Kev, du liegst zurück und tot. Du liegst daher, mich getötet. Ach Mensch, wieso machen die sowas denn auch? Kann ich gar nicht nachvollziehen. Voll unfair, ey. Wo bist du? Spawne! Ja, ja! Oh, wie unfair, der Spawn-Vorteil! Hier! Sieger! Ah, so, das war's, mein lieber Jörg. Sieger sogar heute, Kacke. Das war's bei heutigen Challenge. Ich bin total krank. Sorry, dass deswegen ein bisschen eine kratzige Stimme und so weiter und so fort habe. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt und würde mich freuen, wenn ihr das Video bewertet. Wenn wir trotz Krankheit nehmen wir hier für euch auf, weil es müssen ja die Folgen kommen und lustig war's auf jeden Fall. War eine coole Challenge. Wenn ihr ähnlich coole Challenge-Vorschläge habt, immer was Neues, Innovatives, da freuen wir uns immer. Packt uns die rein in die Kommentare. Das war's für heute. Schaut bei Kev vorbei. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Geilo. Macht gut, bis dann. Ciao, ciao. Keine Kratzer, vielen Dank fürs Zuschauen. Reims, nächstes Mal was geht. Ciao.